zu Straßenstars. Heute mit Anja Reschke, mit Jörg Thaddäus und mit Susanne Fröhlich. Und natürlich mit dem bezaubernden Roberto Cappelletti. Dankeschön, Susanne. Vielen Dank. Danke. So, hier sind unsere drei heutigen Straßenstars, von denen ich unter anderem wissen will, ob sie Vegetarier sind und ob sie schon mal einen Porno gesehen haben. Sie können ja jetzt schon mal überlegen, was glauben Sie, wie ist das bei Stefan, Elvira und Carsten? Ich bin Richter und Direktor vom Sozialgericht hier in Fulda. Verheiratet, drei Kinder. Ich spiele Tischtennis, bin ehrenamtlich in vielen Vereinen engagiert. Im Pfarrgemeinderat, dann im Karnevalverein bin ich Präsident, auch im Hessischen Tischtennisverband und gehe gern mit Kumpels und mal ein Bier trinken. Dann spiele ich gern Snooker, habe auch einen eigenen Tisch. Ich bin relativ rational, gesellig. Ich glaube, ich bin ungeduldig, zu viel beschäftigt durch die Ehrenämter. Investmentbanking, aber bereite mich auf die Rente vor. Zischte Tomaten und verpflege mich selbst. Ich befasse mich auch mit Heilkräutern, mache Öle. Bist du so ein bisschen hexenmäßig drauf? Ja, habe schon eine Ausgrabung mitgebracht. Kelten und Germanen, ich bin alleine. Ledig. Ich bin verrückt, unheimlich liebenswert, gutmütig, ungeduldig. Der geilste und schönste Trip war 10 Tage durch die Sahara zu Fuß. Ich bin noch Soldat, aber bald Bundespolizist. Ich bin ledig. Aber gebunden? Ja, Freunde. Ich laufe sehr gerne, 4 bis 6 Mal die Woche. Ich reise sehr gerne, vorzugsweise USA, Kanada. Ich backe sehr gerne. Apfelkuchen? Ja, alles. Ich bin ein Typ, der sehr diszipliniert ist, sehr, sehr ungeduldig. Bin sehr naturverbunden, aber ich bin auch gerne auf der Couch. Stefan, Elvira und Carsten. Und das war's dann. Wir haben also einen Tischtennis-spielenden Richter, eine Investmentbankende Hexe und einen backenden Polizisten. Keine schlechte Zusammensetzung heute. Und wir sind in der ersten Runde. Da geht's um Wissensfragen. Ich wollte von den dreien wissen, welches das schnellste Säugetier ist. Und vielleicht weiß es sogar Susanne. Weißt du es? Also schnell im ich Rennen. Ich glaube, es ist nicht... Gepard. Ja, das habe ich immer gedacht, dass es der Gepard ist, aber ich bin mir nicht so sicher. Also der Gepard ist tatsächlich das schnellste Säugetier, ist er. Okay. Der kann über 100 Stundenkilometer laufen und beschleunigen. In 3 bis 5 Sekunden kommt er von 0 auf 100. Echt? Ja, so schnell wie ein Porsche. Wer von den dreien hat das gewusst? Dass es der Gepard ist, das schnellste Säugetier. Der Stefan weiß es. Stefan ist ja naturverbunden, sagt er, und rennt ja selbst viel. Ah, und guckt dann so Natur-Dokus. Sein Ziel ist Gepard. So Nein, das ist natürlich nicht zu schaffen, aber ich glaube, er hat damit eine Affinität zu Geschwindigkeit und deswegen weiß er das. Susanne? Ich habe ihn auch ausgewählt, weil auch in diesen Laufzeitschriften, es gibt ja Monat für Monat zig Laufzeitschriften und letztlich gibt es ja nicht viel zu sagen über das Laufen. Man läuft halt und man zieht Schuhe an und so. Ja. Da sind auch gerne mal so Weisheiten drin. Ja, der Gepard läuft so und so schnell und so weiter. Jörg hat den Carsten genommen. Weil das war mal so ein Jurafall, da hatte jemand, also er ist ja Jurist und das war so ein Rechtsfall und da hatte jemand einen Gepard selbst geschossen und sich eine Jacke draus gemacht. Und jetzt war die Frage, inwieweit ist das in Deutschland strafbar? Ja, was ist denn mit Elvira? Weil Elvira glaubt ihr nicht, dass sie sowas weiß, so als Nein, Hexe? Nein, Geparden toll. Oder sie war so in der Sahara, weil das ist ja, aber da sind keine Geparden. Hat schon mal so ein Gepardensekret, so eine Salbe gemacht, sie ist ja Hexe. Okay, bevor wir weitermachen in der Richtung, gucken wir uns doch einfach mal Elvira an. Wusste sie, dass das schnellste Säugetier der Gepard ist? Welches ist denn das schnellste Säugetier? Bestimmt eine Stechmücke, ha? Eine Stechmücke? Eine Mücke? Ist es ein Säugetier? Nee. Die? So kleine Mückchen um sich rum? Oder gibt die säugt dein Blut aus, ja. Das kann schon mal passieren, aber nicht so. Vielleicht ein Fisch, aber ich weiß nicht, was für einer. Ein Wal. Ja. Delfine sind schnell. Ja. Ich mach mal mit Delfin. Ja. Nee, der Delfin war es nicht. Der ist zwar tatsächlich auch nicht langsam, 55 Stundenkilometer, aber der Gepard ist schneller mit über 100 Stundenkilometern. Und das weiß natürlich unser schnell laufender Stefan. Ja. Welches ist das schnellste Säugetier? Wenn der Gepard eins ist, dann ist das schnellste. Du bist jetzt nicht ganz sicher, ob der Gepard ein Säugetier ist. Hast du schon mal Geparden-Eier gesehen irgendwo? Nee, gesehen nicht, aber muss ja geben irgendwo. Also könnte sein, dass der Gepard auch Eier legt, dann ist er kein Säugetier. Ja, ist aber, nee, also Gepard. Wenn er ein Säugetier ist? Ja, ist eins, sag ich. Wenn er legt Eier, dann ist er kein Säugetier. Nee, Gepard ist gut, ja. Da, hat er gewusst, richtig. Er war sich mit dem Säugetier nicht so ganz sicher. Was ist hier? Was habe ich da jetzt nicht korrekt gemacht? Oder sowas. Wie schubsen, was du mit dem gemacht. Er wusste jetzt nicht, ob es ein Säugetier ist oder nicht. Und dann habe ich ihm geholfen. Über die Eier habe ich gesagt, da hast du schon mal geparden Eier gesehen. Wenn das die Art ist, wie du hilfst, um Gottes Willen. Ja. Ich helfe dir gleich, Freundchen. Und zwar helfe ich dir, indem wir uns jetzt den Carsten gemeinsam angucken. Und schön. Du sagst, Carsten, der weiß das auch. Welches ist denn das schnellste Säugetier? Der Gepard. Ob ein Fisch schneller schwimmen kann, weiß ich nicht. Und also jetzt Fischsäugetiere?
Okay, ja, nicht so viele Fischsäuger. Ein Delfin halt, ja. Okay. Der käme noch immer. Aber ich glaube, er ist nicht schneller, weil ich glaube, ein Gepard auf 100 km/h kommen kann, wenn auch nur kurz. Aber ich glaube, das schafft ein Delfin nicht. Ja, genau so ist es. Und da sind dann 10 Punkte höher. Anja, wer ist ein Tenzing Norgay? Das ist dieser Sherpa doch der eine, der... Ja. Also Jörg sagte ja gerade... Das ist irgend so ein Sherpa von einem. Das ist der Sherpa von Edmund Hillary gewesen. Genau. Tenzing Norgay 1953 mit Edmund Hillary auf den Mount Everest. Wer hat gewusst, dass Tenzing Norgay eben der Sherpa von Edmund Hillary gewesen ist? Oder auf dem Mount Everest? Also wer konnte das uns ein bisschen genauer beschreiben? Was glaubt ihr? Stefan ist ja sportlich. Jetzt Elvira? Ja. Elvira liest gerne so Abenteuergeschichten. Bevor sie durch die Sahara zu Fuß ist. Ja, hat sie überlegt? Ich glaube, dass sie das schon mal gelesen hat. Und das hat ihr irgendwie imponiert. Mhm. Du sagst Carsten, Jörg? Ja, ich glaube, ein romantischer Hintergrund. Er hat seine Frau so kennengelernt. Die haben sich beim Bergsteigen getroffen. Und sie hat ihn im Harz. Und er hat behauptet, er würde Tenzing heißen. Nein, sie hat ihn Tenzing genannt. Du bist mein Tenzing. Das war der Beginn der Romanze. Oh! Anja, du sagst Stefan. Ich bleib bei Stefan. Es kommen ja relativ häufig irgendwelche Dokumentationen über sowas. Und ich glaube, dass Stefan jemand ist, der sich sowas gerne anguckt. Hier ist Stefans Antwort. Wer ist Tenzing Norgay? Es ist derjenige, der zum ersten Mal den Mount Everest bestiegen hat, mit dem Herrn aus Norwegen. Und zwar war das ein Sherpa. Sherpa von... Edmund Hillary, genau das Edmund war. Edmund Hillary. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Ja, richtiger geht's nicht. Genau richtig, 10 Punkte für Anja. Wer zu Fuß durch die Sahara geht, der interessiert sich für Herausforderungen, wie zum Beispiel auch die Besteigung des Mount Everest, sagt Susanne, und deswegen weiß Elvira das. Wer ist Tenzing Norgay? Schauspieler. Woher? Aus China. Und du glaubst, ich frage hier nach chinesischen Schauspielern? Nee, bestimmt nicht. Oder alternativ? Irgendein Wirtschaftsminister aus China. Und ein Gewürz würdest du ausschließen? Schön was Indisches kochen mit ein bisschen Tenzing Norgay drüber gestreut. Aber Tenzing Norgay hast du noch nicht gepflanzt bei dir. Nee, das wäre vielleicht mal interessant. Nee, also das habt ihr das alles war nicht jetzt gehört. Ziemlich vorbei. Ja, ja, es war ziemlich vorbei. So, ziemlich vorbei wird es nicht sein bei Carsten, sagt Jörg, denn Carsten wurde von seiner, oder wird vielleicht noch von seiner Frau, mein Tenzing genannt, weil sie sich gemeinsam im Harz beim Bergsteigen kennengelernt haben. Wer ist denn Tenzing Norgay? Habe ich schon mal gehört. Ja. Als der erste Mensch die Million bei Günter Jauch gewonnen hat, hat er mit dieser Frage gewonnen. Ach, tatsächlich? Ja. Das war der, der mit Sir Edmund Hillary als erster auf dem Mount Everest war. Das weißt du jetzt wegen Günter Jauch oder weißt du das noch, in der Schule hat man das ja gelernt? Ich weiß es seit Günter Jauch. Ja, er hat es auf jeden Fall gewusst. Schön von dir. Ich wollte von den dreien wissen, wer oder was Hymen ist, Jörg. Das Jungfernhäutchen. Genau. Hymen ist das Jungfernhäutchen, kommt aus dem Griechischen, steht für Hauthäutchen eben, genau. Wer von den dreien hat das gewusst, was glaubt ihr? Ich glaube Elvira. Ja, warum? Naja, weil sie ja eh, gut, das ist eher Kelten und Germanen, da war das jetzt Ausgrabung. Ja. Aber ich glaube, dass sie sich ja für doch auch so Körpersachen mehr interessiert. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie das weiß. Stimmt. Stefan weiß es, warum, Jörg? Ja, weil die Schule Kampf, so in der Kampfeinheit, in der er gedient hat, hießen die jungen Rekruten die Hymen. Also die, weil so die... Die kleinen Häutchen waren. Die kleinen. Ja. Okay. Die Hymen. Und er hat das dann mal nachgeschlagen, was es eigentlich bedeutet, Hymen. Wenn es so wäre, würde ich, glaube ich, einen Film drüber machen. Vielleicht kann Tenzing. Er hat sich in der Schule mal, auch wie du sagst, ja, in diesen man hat auch so Aufklärungsbroschüren. Ja. Aber der ist ja noch viel jünger, Teufel. Vielleicht gab es da gar keine Aufklärungsbroschüren mehr. Ach, ist es wieder eingestellt worden irgendwann? Ja, egal, aber er wusste es halt. Susanne, du sagst auch Elvira? Ja, ich könnte es mir bei allen dreien vorstellen, aber ich denke irgendwie, als Frau hat man das schon mal gehört. Am ehesten. Kennt man den Begriff Hymen. Das heißt, bei Carsten seid ihr euch nicht sicher, auf Carsten hat keiner Carsten getippt. Carsten weiß es auch, glaube ich. Aber du bleibst bei Elvira? Ja. Okay, hier ist Carsten. Wer oder was ist Hymen? Ja, das erinnert mich an den ersten Kuss und die Folgen, ja. Die Folgen waren gleich mit dem ersten Kuss, ging das eigentlich? Ja, nee, die Folgen deshalb sei ja nicht gleich, ja. Ich glaube, das Jungfernhäutchen. Glaubst du oder weißt du? Weiß ich. Wo weißt du das? Aus dem Unterricht früher noch? Ja, und ich hatte auch noch Griechisch, ja, deswegen kann ich noch ein paar griechische Medizinbegriffe. Ja, er hat das gewusst. Sehr gut, Carsten. Nicht schlecht. Und vielleicht, Jörg, hat Stefan auf der Schule ja auch ein bisschen Griechisch gelernt und weiß es dann auch. Wer oder was ist Hymen? Hymen? Hymen. Hymen? Hymen. Das habe ich noch nie gehört. Nee? Mit Y. Hymen. Ja, so wie Hymne, nur das E und das N sind vertauscht. Das sagt mir überhaupt nichts. Hymen, nee. Nie gehört. Nie gehört.
Nee, also. Aber er wusste es wirklich nicht. Er wusste, nee, wirklich beim besten Willen, da Hymen. Was das ist. Das ist bei Elvira sicherlich anders, sagen Sanne und Anja. Wer oder was ist ein Hymen? Das ist eine Hymne. Haben die sich verdrückt hier? Weil hier steht Hymen. Nicht Hymen, das waren mal Figuren früher in Acht. Der Hymen. Ich würde sagen, das ist ein Schreibfehler. Nee, das ist ein Lied, also eine Hymne. Hymen. Ich bleib bei Hymne. Ja, du bleibst bei Hymne, aber ich will ja wissen, was ein Hymen ist. Das Gleiche, ja. Es ist das Gleiche, wenn man es falsch schreibt. Ja, es ist ein Druckfehler. Hymen ist ein Druckfehler. Okay. Okay. Aber sie war sehr konsequent. Ja, ich finde es auch einfach beharrlich, das ignorieren, die Frage. Nee, Karlsruhe. Warum Karlsruhe? Ich habe Hymen. Nee, Karlsruhe. Na gut, wir kommen zur nächsten Runde. Hymen. Ich wollte von den dreien wissen, ob sie schon mal Teleshopping gemacht haben. Also Fernsehen gucken und da wird irgendwas ganz Tolles angepriesen und dann einfach sagen, da rufe ich jetzt an und schlag zu und kauf mir das. Wer von den dreien hat das schon mal gemacht? Was glaubt ihr? Also entweder hat Stefan tatsächlich vielleicht ein Fitnessgerät gekauft, da gibt es auch immer vorher, nachher, vorher so dicke Leute und nachher dann so tollen 27 Packs. Oder, was natürlich auch sein könnte, er backt ja gerne. Die super, sehen Sie mal hier mit der Teflon und so weiter, dann geht der Kuchen, flutscht von alleine in die Form und ist schon eine dreistöckige Torte. Ja, das ist sowas. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja. Elvira hat was ganz Profanes mal gekauft. Sie hat einmal von der Freundin gesagt bekommen, die haben ganz tolle stützende Tops, die man drunter zieht, die auch gleich einen eingearbeiteten BH haben. Ah, ja. Und die hat sie in den wichtigsten Farben, hat sie schwarz, weiß und Hautfarbe gekauft. Und das Fernsehen war im Angebot ein Set. Ich glaube irgendwie, das ist eher sowas, was Frauen mal macht. Ich meine, ich hätte da mal gesehen, da gab es so eine Moskitolampe, wo die Tiere sofort verbrannt werden, wenn sie da rankommen. Das, weil man auf Moskitos ja tendenziell sauer ist. Die sind aber nicht gut, diese Lampen, weil die verbrennen auch die guten Tiere. Die nehme ich aber als Kollateralschäden hin, wenn die verfluchten Moskitos sterben. Okay, wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Wir schauen uns jetzt Jörgs Tipp an. Hat Carsten tatsächlich schon mal Teleshopping gemacht? Hast du schon mal Teleshopping gemacht? Ja. Echt? Was hast du denn gekauft, um Gottes Willen? Ein Messerset. Ich wollte es gerade vorschlagen. Das ist nicht wahr. Du hast das Messerset gekauft beim Teleshopping. Warum? Ja. Weil du wirklich glaubst, es sei sehr günstig. Also ich benutze die Messer oft. Okay. Ob es wirklich günstig war, weiß ich nicht. Aber das habe ich schon gemacht, ja. Okay, es war aber kein Reinfall immerhin. Nein, nein, das war es nicht. Es gibt ja viele Leute, die kaufen da irgendwie einen Schnickschnack und... Das war okay. Ja, er hat schon mal Teleshopping gemacht, Jörg. Wahnsinn. Sehr gut. Ist das... Aber Stefan, der hat sich kein Messerset gekauft, der hat sich Backzubehör gekauft. Ja. Das hat ihn komplett überzeugt, sagt Anja. Hast du schon mal Teleshopping gemacht? Teleshopping? Nee. Ja, so eine ganz tolle Decke, die aus irgendwelchen Fellen von Ottern hergestellt wurde. Nee, ach, das gucke ich auch nicht an, das stelle ich immer gleich weiter. Das ist oftmals ganz günstig. Da steht ja manchmal, wie viel das früher gekostet hat. Und dass es jetzt nur heute plötzlich total billig ist. Geht gar nicht. Stell's an. Nee. Also noch kein Teleshopping. Ganz und gar nicht. Mag er nicht. Das mag aber Elvira. Sie hat sich da mal drei stützende Tops gekauft. War das richtig? Tops. Hast du schon mal Teleshopping gemacht? Nein. Nee, warum nicht? Mag ich natürlich. Hast du mal die Messersets zum Beispiel gesehen, die da haben? Was denn? So ein Messerset. Oder so eine Kräutermühle. Du hier, Kräuterhexe. Ich habe eine Kräuterwiege. Genau, ein Wiegemesser. Ja, aber das Messerset, guck mal, das Messerset. Und die Kräutermühle. Die kostet normalerweise 180 Euro und die verkaufen die für 14 Euro. Halt nur zwei Stunden lang. Also, ich konnte aber sie... auf das Set bist du richtig heiß auf das Messerset. Da das ist ja in deinem Hirn wie. Ich glaube, dass Roberto da arbeitet. Ja. Wer war denn, ich wollte von den dreien wissen, wann sie, mit welchem Alter sie ihren ersten Kuss hatten. Wer war denn jünger als 15? Jörg, wie alt warst du eigentlich? Hast du schon mittlerweile? 13, aber dann geschah lange nichts. Schade. Aber wir wollten nicht so sehr ins Detail gehen da jetzt. Ne? Nee, aber ich meine jetzt nicht den Kuss, wenn Oma kommt oder sowas. Sondern ich meine jetzt echt schon... nicht, den meinte ich aber. Mh. Ach so, nein, ich meine... Die zärtlichsten Küsse meiner Jugend, von meiner Großmutter. Okay, Elvira war jünger? Was für jünger als 15, ja. Ne? Ja. Ich glaube, dass die meisten Jungs sind irgendwie Spätzünder. Nee. Es gibt so ein paar Draufgänger, aber... Ich glaube, dass es Elvira war. Okay. Jörg, sagst Stefan? Ja, ich glaube, der Stefan hat was Gewinnendes und das hat er ja nicht jetzt erst gekriegt in den letzten zwei Jahren. Sondern ich glaube, der hat schwer Schnitte, Erfolg gehabt bei Frauen, ja. Schon sehr früh. Und dann, was probiert man lieber aus, oder? Carsten hat ja seine Jungs-Kombo, mit der er auch gerne mal trinken geht. Früher haben die aber damals die Wette gehabt, wer der Erste ist, der richtig knutscht. Und das hat Carsten gewonnen. Carsten war jünger als 15 beim ersten Kuss. In welchem Alter hattest du deinen ersten Kuss? 14. Ach, doch so früh? Ja, 14, ja. Aber war das auch so ein bisschen so der Gruppenzwang, weil alle haben es schon gemacht, dann muss man es halt auch machen? Nee. Ich habe mich an meinen ersten Kuss, das war eine Katastrophe eigentlich. Das war nur, ich muss jetzt passieren. Ja, aber ich war damals zufrieden, ich bin es heute noch, ja. Das war aber nicht deine Frau, oder? Nein, so lange hat es nicht gehalten, ne. Aber immerhin doch 5 Jahre, ja.
Aber es war auf jeden Fall mit unter 15. Jawohl. Und der Stefan, bei dem war das genauso. Er ist ein Charmeur, war er früher schon und er war schon immer, hat immer Schnitte gehabt bei den Frauen. In welchem Alter hattest du deinen ersten Kuss? Spät, mit 18. Echt? Warum denn so spät? Ich bin so ein Spätzünder, ich weiß es nicht. Die Mädels müssen doch auf sich abgefahren sein. Ich weiß es nicht. Ich bin ungern auf Frauen zugegangen und Die mussten doch von selber kommen bei dir, oder? Ja, dann mit dem Alkohol ging es dann auch so ein bisschen besser. Ach so. Und deswegen mit 18, ja. Schade. Hat bei ihm gedauert, Jörg. Ganz anders bei Elvira, da ging das auch schon sehr, sehr früh, glaubt Susanne? Nicht sehr, sehr früh, aber so 14, 15. Ja. In welchem Alter hattest du deinen ersten Kuss? Okay, mit 12. Mit 12 schon? Ja. Wolltest du es unbedingt wissen oder war er auch so ein bisschen drängend? Hat sich einfach durch die Party ergeben. Aber wir haben, glaube ich, auch noch Flaschentränen dann gemacht. Ging noch weiter dann? Ja. Und hast du es in guter Erinnerung? Naja, schlapper. Wie es halt so die... Genau so. Schlammer mit 12, jawohl. 10 Punkte für Susanne. Es bleibt sogar ganz interessant. Ich wollte von den dreien wissen, ob sie schon mal ein Porno gesehen haben. Wer hat gesagt, ja, habe ich mit meinem Partner zusammen? Ich überlege, ob das so ungewöhnlich ist. Ja, nee, ist es nicht unbedingt. Aber es wäre ungewöhnlich, das jetzt hier zuzugeben. Gerade als Richter weiß ich nicht, ob ich das jetzt erzählen würde. Oder vielleicht doch, oder... Ihr sagt, beide Elvira hat schon mal... Ich glaube, weil Elvira am wenigsten Probleme hat, es zuzugeben. Weil das für eine Frau ungewöhnlicher ist, das zuzugeben. Und deswegen ist es exotisch. Und deswegen, außer wenn sie mit 12 schon angefangen hat zu küssen, muss sie ja irgendwie auch... Muss sie noch steigern. Nee, sie wird sagen, das habe ich mit meinem Freund geguckt. Ja. So. Aber ich wollte einfach nur mal wissen, was das so ist. So. Und da habe ich gesagt, guck doch mal, hol mal einen und dann gucken wir mal zusammen. Ja, du glaubst, Stefan hat das gemacht? Ich meine, er ist Soldat. Also ich meine mit seinem... Ja, nein. Ich meine nicht bei der Bundeswehr. Also Partner sind nicht seine anderen Soldaten, dass sie auf der Stube da zusammen. Ich meine Partner. Ich möchte meinen Glauben an das Militär nicht komplett aufgeben. Also irgendwo muss es Schutzräume für Männer geben. Also Stefan ist ja jetzt schon sehr ungewöhnlich mit dem Backen und sowas. Ja. Und deswegen, also kann ich mir vorstellen, der hat das bei der Bundeswehr kennengelernt, hat dann seiner Partnerin gesagt, was denkst du denn? Und dann hat die ihn in so einen speziellen Erotikladen für Frauen geschickt und dann hat er einen frauengerechten Porno mit viel Handlung mitgebracht. Sowas gibt es, hat mir meine Schauspielerin von erzählt. Okay, bei Carsten glaubt ihr einfach, dass, wenn es so wäre, würde es auch gar nicht zugeben. Obwohl, das ist der interessantere Tipp noch, muss man sagen. Es ist der interessantere Tipp. Ja, aber die Begründung? Das ist die Steigerung gewesen. Zuerst war die Sherpa-Geschichte zwischen ihm und seiner Freundin oder Frau. Und dann hinterher... Haben sie sich... In der Verhandlungspause wieder beim Gericht. Nepalesische... Nein. Normal. Ich meine, du hast ja selber gesagt, das ist ja jetzt ganz normal. Da ist ja jetzt nichts Verwegenes dran. So normal finde ich es jetzt auch nicht für abends. Die meisten gucken ZDF mal RTL, verstehst du so? Ja, oder auch. Die Frage war, hast du schon mal einen Porno gesehen? Nicht, guckst du jeden Abend mit deinem Partner einen Porno? zum Abendbrot einen Porno. Wir schauen uns als allererstes mal den Stefan an, auf den hat jetzt keiner mehr getippt. Hat er also keinen Porno mit seiner Partnerin geguckt. Hast du schon mal einen Porno gesehen? Ja. Allein oder mit jemandem zusammen? Ach, allein und zusammen. Ich meine, Bundeswehr und so, da kann man ja schon mal sowas ist gucken. Ist noch so? Ja. Macht man auf Stube dann zusammen so ein Ding gucken und sich dabei wegeimern? Naja. Ja? Wir gucken uns das an und haben, oder hatten Spaß dabei und haben uns das angeguckt und fertig. Ja, er hat das schon gemacht, aber nicht mit seinem Partner, weil also jetzt die anderen Jungs auf Stube zähle ich erstmal nicht als seine Partner. Stattdessen gucken wir uns den anderen Tipp von Jörg an. Er sagt nämlich Carsten. Bei dem ist das schon so gewesen. Hast du schon mal einen Porno gesehen? Ja. War das jetzt so ein Kumpelabend, wo er sagt, hey, los, wir legen mal ein Porno ein, haha, mit Bier? Oder war das eher mit einer Frau zusammen? Mal wissen, was da los ist. Eher mit einer Frau zusammen. Ja? Mhm. Das war also keine Antörngründe, das war wirklich nur so Informationsgründe? Nein, das hatte keine Informationsgründe, das hatte Antörngründe, ja. War eine einmalige Sache? Nee. Ja, hat er schon! Richtig, Jörg! Das ist ein fantastisches neues Wort. Antorngründe. Das ist großartig. Jetzt fehlt uns noch die Elvira. Und da seid ihr euch auch beide sicher, Elvira, die hat das auch schon gemacht. Hast du schon mal ein Porno gesehen? Ja. Oder hast du ja selber alleine ausgeliehen? Oder? Nö, damals mit meinem Mann zusammen. Und auch schon so, wir waren ja eine gute Clique so früher. Ja. Da haben wir schon mal so Abende gemacht, wo wir dann mal gesagt haben, komm, wir gucken mal uns ein Porno an. In der Lederhose wird gejodelt oder die Schwedin oder so? Ja, und genau in der Richtung, ja. Hast du schon mal so ein Hardcore-Ding gesehen? Ja. Ja, hast du schon, jawohl. Jeweils 10 Punkte. So, unser Punktestand. Wir haben Susanne mit 30 Punkten und es führen zusammen im Moment Jörg und Anja mit jeweils 40 Punkten. Glückwunsch!
Was ist mit Ihnen? Möchten Sie auch mal ein Straßenstar sein? Möchten Sie uns auch Ihre größten Geheimnisse erzählen? Muss ja nicht sein, Sie können ja auch sagen, sage ich Ihnen nicht. Aber vielleicht wollen Sie auch mal einfach mitspielen und sich hier einschätzen lassen von unserem Rateteam. Machen Sie es doch, bewerben Sie sich unter straßenstars.de. Können Sie auch jemanden vorschlagen? Jemanden von der Arbeit, einen Arbeitskollegen, vielleicht einen Nachbarn oder jemanden aus Ihrer Familie, von dem Sie sagen, wäre doch ein super Straßenstar, der soll mal zum Capelluti gehen und dann hier eingeschätzt werden. Bitte schön, bewerben Sie sich. Und wir kommen jetzt zur nächsten Runde. So, Susanne, du darfst jetzt zuerst jemanden aussuchen, wen glaubst du gut einschätzen zu können? Wer ist dir nah? Ich finde die eigentlich alle sympathisch. Ich glaube, einschätzmäßig ist Stefan. Okay, Anja, Elvira oder Carsten? Ich glaube, Jörg hat ja ein Auge auf Carsten geworfen, ne? Ja. Nun will ich diese glückliche Verbindung nicht trennen. Dankeschön. Okay. Ich habe Stefan gebeten, Feiertage zu ordnen. Und zwar ihren Religionen zuzuordnen. Yom Kippur? Judentum. Ja. Ramadan? Muslime. Fronleichnam? Katholiken. Und Busenbetag? Protestanten. Mhm. Genau. Hat er das hinbekommen? Die vier Feiertage so zuzuordnen. Irgendwas sagt mir nein. Er macht hinten einen Dreher. Von Leichnam klingt so protestantisch. Und Protestanten kriegt er durcheinander. Genau. Ja, das ist auch fast am schwierigsten, finde ich. Ja, okay. Dann schon. Okay. Ja. Ordne mal diese Feiertage ihren Religionen zu. Yom Kippur, Ramadan, Frohen Leichnam und Busenbetag. Busenbetag ist ja protestantisch. Frohen Leichnam ist auch gesamt. Katholiken und Protestanten. Genau. Ja. Ramadan ist muslimisch. Yom Kippur hört sich sehr chinesisch an. Ah, ja, Yom Kippur. Ja. Ja, und da war nichts, das war nicht richtig. Deswegen sind es 20 Punkte, sondern ja. Anja, der höchste Berg Deutschlands ist? Die Zugspitze. Genau, und wie hoch ist die denn? 2900. Ja, ziemlich, das stimmt ziemlich gut, 2962 Meter. Also hat Elvira denn auch sowas hinbekommen? So 3000 mehr oder weniger, plus minus 200? Ehrlich gesagt, nee. Nee? Also ich glaube, dass ihr vielleicht schon einfällt, dass die Zugspitze der höchste Berg ist, aber ich glaube, dass sie sich in der Höhe total verschätzt. Der höchste Berg Deutschlands. Wie hoch ist denn der? 985. Feldberg im Taunus. In Hessen. Was ist denn da? Die Wasserkuppe. Was in Hessen, ich glaube in Deutschland. In Deutschland. Das ist doch die Zugspitze. Aha. Wie hoch ist die? 8000. Zehnmal höher als der Feldberg. Nein, nämlich 7000. Ja, wer hat nicht gewusst? Jawohl, das sind 20 Punkte. Von Carsten wollte ich wissen, was ein Suspensorium ist, Jörg. Das ist ein, mehr oder weniger Schutz, ein Unterleibsschutz für Sportler. Genau, es ist eine schützende Unterhose, die Eishockeyspieler tragen das vor allem. Kommt aus dem Lateinischen Suspendere, das heißt aufhängen. Man hängt da was rein, hängt was auf, also es wird was geschützt. Ja, Roberto. Ja, hat das Carsten gewusst. Ich meine, er weiß ja sehr viel. Ja, also das also, kann das auch ableiten, vielleicht als Jurist dann mit Latein. Aber eher Sport oberhalb der Gürtellinie. Snooker und Tischtennis. Ja, aber wer weiß, was dabei passieren kann. Den Schmerz kennen nur wir. Was ist denn ein Suspensorium? Das wusste ich auch schon mal. Wenn ich was sage, blamiere ich mich, glaube ich. Ja gut, suspendieren ist, dass man irgendjemanden aufhebt oder aussetzt. Was soll ein Aussetzer sein, Suspensorium? Wohl kaum. Nee. Muss ich trotz deiner Lateinkenntnisse kommst du da nicht ja, weiter. Muss ich an der Stelle passen, ja. Ah. Keine Punkte für Jörg, vielleicht jetzt aber wieder Punkte für Susanne. Denn ich wollte von Stefan wissen, ob er ein Morgenmuffel ist. Was sagst du, ist er einer? Ich glaube eigentlich nicht, dass er ein Morgenmuffel ist. Also nein, er ist kein, muss ich Nein drücken. Da musst du Nein drücken. Ja. Bist du ein Morgenmuffel? Nee, gar nicht. Nee, du bist morgens sofort da, so, ja, guten Morgen, jetzt geht's aber los. Meist bevor der Wecker klingelt, da zack, stehe ich und dann geht's los. Also ehrlich? Ja. Unsere Freunde, wie finden die das? Finden da das nicht immer so gut. Also mit dir mal morgens so noch ein bisschen länger im Bett rumschmusen, das geht auch nur auf Ansage. Muss man vorher ja fast einreichen sozusagen, weil ich sitze am meisten, nachdem der Wecker klingelt hat, schon am Frühstückstisch. Ja, er ist kein Morgenmuffel, genauso wie du sagtest, Susanne. Sag mal, ist Elvira, ist die Vegetarierin? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie Fisch isst. Mhm, dann ist sie keine Vegetarierin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Fleisch isst. Sie ist, das heißt, sie ist Vegetarierin? Also nein, entschuldige, falsch rum. Sie ist keine Vegetarierin. Bist du Vegetarierin?
Manchmal. 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 Ist wie, wenn du Marmeladenbrot isst. Ich war als Kind Vegetarier. Und ich habe gesehen, im Alter, ich glaube so 3 oder sowas war ich, wie mein Lieblingshas geschlachtet worden ist. Und dann habe ich von dem Moment an kein Fleisch mehr gegessen, bis ich geheiratet habe. Mein Mann war dran schuld, dass ich wieder Fleisch gegessen habe. Die Fleischeslust kam vom Mann, sie ist keine Vegetarierin. 20 Punkte für Anja. Hat der Carsten einen Rauchmelder in der Wohnung, Jörg? Es ist Pflicht in Hessen seit 1. Januar 2015, ist Rauchmelder Pflicht auch in Bestandsbauten. Vorher war das schon eine Neubautenpflicht, mittlerweile in ganz Deutschland. Seit 2015 erst. Ja, aber trotzdem jetzt in Bestandsbauten. Ist es strafbar, wenn man keinen hat? Nee, es ist sowieso eigentlich ein bisschen doof, wenn man keinen hat, weil ein Rauchmelder ist schon nicht schlecht. Mhm. Und letztendlich kannst du auch eine Strafe machen. Berto hat da so ein Trauma, so ein Feuer. Hat Carsten einen, Jörg? In Hamburg ist schon, Pflicht, schon lange in Hamburg. Aber hast du deswegen auch einen? Ja, muss man da machen. Da kommen die vorbei und dann kommen diese von der ISTA oder wie diese Menschen heißen. Und diese Prüfer da. Ach so. Und die prüfen das dann. Und dann können wir mal in Rauchmelder sehen. Ja. Das ist ja eine alte, eine echte Anbagger-Geschichte. Nee, das heißt doch jetzt Gesichtspunkt anders. Ich mich jetzt noch nicht betrachtet. Darf ich mal im Rauchmelder sehen? Genau, so war es nämlich. Der Carsten, das spielte eine Rolle in dem Pornofilm, den Carsten geguckt hat, mit seiner Frau. Da ging es nämlich um Rauchmelder und deswegen heiße ich auch erklärt. Das war die äußere Handlung, so ein Typ, so ein Monteur. Ach, Sie haben ein Rollenspiel gemacht zu Hause, Carsten und seine Frau, oder was? Das haben Sie in dem Film gesehen und dann haben Sie gedacht, oh, so einen Rauchmelder bräuchten wir auch mal. Also Carsten hat einen Rauchmelder? Carsten hat einen Rauchmelder. In deiner Wohnung, in deinem Haus, habt ihr da Rauchmelder? Nein. Warum nicht? Weil ich ein Gegner der Sicherheitsideologie des 21. Jahrhunderts bin. Wow. Und ich der Auffassung bin, es brennt nicht. Das klingt jetzt ein bisschen arg platt, ja, ist es ja auch, aber ich... Ich bin im Moment noch so weit, dass ich sage, es geht auch ohne. Als ein Zeichen gegen diese um sich greifende Sicherheitshysterie. Wow, interessant. Aber er hat leider keinen Rauchmelder und damit keine Punkte für dich, Jörg. So, wir sind vor unserer Entscheidungsrunde und haben folgenden Punktestand. Jörg Thaddäus mit 40 Punkten, mit Carsten, das hat nicht so richtig funktioniert. Wir haben Stefan und Susanne mit 70 Punkten und Anja führt mit Elvira, 80 Punkte. €10 gab es für eine, wie viele Menschen meinen, sehr, sehr einfache Aufgabe. Ich finde es furchtbar. Und zwar einen Luftballon so lange aufblasen, bis er platzt. Hat das euer Straßenstar gemacht? Ja oder nein? Ich finde es grauenhaft. Stefan hat das gemacht. Der hat eine fantastische Lunge. Der läuft 4 bis 6 Mal die Woche. Also was knallt dann so? Das ist so pang! Ja Gott, aber der war beim Bund. Also ganz ehrlich, wenn dem mal ein Luftballon in der Luft platzt, dann wird der, glaube ich, nicht in Angstschweiß ausbrechen. Hoffentlich nicht, ja. Nein, der geht zur Polizei. Also ich hoffe auch nicht. Und Carsten hat damit auch kein Problem, sagst du? Ja, das ist ja auch, er hat ja von erzählt, er geht in Gruppen weg und dann trinken die sich ein. Und bei solchen Sachen kommt man ja auf solche Ideen auch mal. Elvira hat das, also ich glaube, die will jetzt auch den Spaß mitmachen. Ja. Die Frage ist, ob sie es geschafft hat. Man muss schon da ordentlich reinpusten, aber ja. Okay, dann schauen wir uns zuerst den Carsten an. Jörgs Tipp, er hat's gemacht. Diesen Luftballon, Carsten, bläst du so lange auf, bis er platzt und bekommst dafür €10. Du bist nicht schreckhaft. Nee. Hat sie nicht gerührt, er hat es gemacht, wie Jörg sagt, alle Punkte gesetzt. 80 Punkte. Susanne sagt, Stefan, also wer bei der Bundeswehr ist und Polizist werden will, der und Sportler ist, der hat eine super Lunge. Und nicht schreckhaft. Du bekommst von mir €10, wenn du diesen Luftballon so lange aufbläst, bis er platzt. Eine gute Lunge hast du ja. Ja, hat er gemacht. 70 Punkte gesetzt, 140 Punkte. Oh, oh. Jörg, mit deinem Sieg, das wird schon mal nix. Scheiß. Ja. Jetzt fehlt noch die Elvira und Anja. Elvira, du bekommst von mir €10, wenn du diesen Luftballon aufbläst, bis er platzt. Ich bin Asthmatikerin, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das schaffe. Ja, sie hat es dann noch geschafft. 79 Punkte gesetzt. 159 Punkte. Unsere Gewinnerin heißt Anja Reschke mit 159 Punkten. Vor Susanne Fröhlich mit 140 Punkten. Und Jörg Thaddäus mit 80 Punkten.
Danke euch drei Straßenstars. Danke Stefan, danke Elvira, danke Carsten fürs Mitspielen, danke Ihnen fürs Zuschauen. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.